Mal sehen, ob er seine Lauffreudigkeit und seinen Einsatz heute mit einem Tor eventuell krönen. Sehr schön, jetzt Mauersberger. Und Tor! Da fällt das Führungstor für die Stuttgarter Kickers. 8. Spielminute, Christian Mauersberger. Ja, da sehen wir die Zeitlupe. Nico Mayen mit dem öffnenden Pass nach außen. Tomic auf Mauersberger, der links durch. Und ja, Elfmeterschießen mit 3:4. Und da gewinnt Mauersberger wieder den Ball, hat zwei Optionen. Schempri. Und da ist das 0:2. Schempri macht sein Tor. Ja, schön herausgespielt. Ja, läuft hier an, er kämpft sich auf den Ball. Ja, geht früh drauf. Nevio Schempri geht in die Tiefe, bietet sich an, wie ich vorher gesagt habe. Ja. Und auch hier wieder Paul Ulmer ohne Abwehrchance. Vielleicht hat er da etwas besser aufgepasst, wie wir. Wir werden mal recherchieren und auf jeden Fall euch nachreichen, wer das Feld verlassen hat. Und da, ja, der Doppeltorschütze Nevio Schempri. In der 46. Spielminute. Wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe. Ah, das war ein Tor des Willens und da freut er sich auch. Und wollte es nicht riskieren, ins Abseits zu laufen. Aber Schempri setzt sich wieder durch und da ist das 0:4. Durch Tomic war es, glaube ich. Ja, David Tomic. Aber 80 in der 52. Minute. Zu Nevio Schempri würde ich sagen, dass ich hier wunderbar in der Außenlinie durchtankt. Ja, und das Tor durch Tomic, durch David Tomic, nur noch Formsache. Er kann sein Bein hinheben und locker einpatten. Ja, sehen wir nochmal in der Zeitlupe. Jawohl. Jawohl, er hebt seinen rechten Schlappen hin zum Patten und. Und neongelben Trikot. Niklas Antlitz wartet und wartet und da fällt das 5:0. Ja, und das war der Conny Riehle. Das war der Conny Riehle. Beim Spielerwechsel, denn Konrad Riehle trägt sich in die Torschützenliste ein, erzielt das 0:5.